Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Aufzeichnung reflektierenden Schreibens der neuen Aktion. Genau, wir haben Aufgaben 1, 2, 3 abgeschlossen. Mit 4 geht's weiter. Jelan. Ich denke, das ist ein bisschen besser, weil Jelan kenne ich tatsächlich, auch wenn ich ihre Elementarfähigkeit jetzt wahrscheinlich so nicht benutze, wie man sie jetzt hier benutzt. Aber, ja, wie gesagt, ich bin kein sehr großer Fan von der Aktion, muss ich echt zugeben. Ist ganz funny, aber jetzt halt auch nichts ultra Besonderes, muss man einfach sagen. Ziemlich Standard. Ui. Aber es ist leicht verdientes Urgestein, muss man einfach sagen. Und das ist ja nie schlecht. Das könnte jetzt tricky werden. Oh ja. Wow. Wow, okay, das war crazy. Oh shit. Ich wurde erst einmal getroffen, komischerweise. Ich frage mich, wie das überhaupt möglich ist. Gefühlt bin ich gerade 10-mal volle Kanne durchgelaufen. Durch die Dinger. Wir sind auch schon bei fast 1000 Punkten. Ich habe erst 2 Leben verloren. Und es sind einfach noch 50 Sekunden übrig. Okay. Mist. Aua. Okay. Ja, es ist echt blöd, dass man diese Gitter, dass man die nicht kaputt machen kann. Das macht es echt tricky. Weil das dachte ich ja ganz am Anfang, dass man das machen kann. Oh je. No! Oh, ich darf nicht getroffen werden. Noch ein Leben. Man, we did it. Das war knapp, wenn ich nochmal getroffen... Also ich bin mir immer noch nicht sicher, was dann passiert. Ich glaube, man verliert alle Punkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder muss nochmal neu anfangen, sozusagen. Das ist schon ätzend. Kasua kommt als nächstes. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch gut. Weiß zumindest, was die Fähigkeiten machen. Wow, das sind eine Menge Münzen. Uiuiui. Wie geben eigentlich die großen Münzen? Sind das 5 oder was? 10. No! Oh mein Gott. Ich habe noch 2 Leben. Noch 1000. Nicht noch 1000. Wir haben 1000. Weiß gar nicht, was mein aktueller Highscore ist. Das auf jeden Fall nicht, ne. Wir hatten schon mehr als 1340. Okay. Und das letzte Level? Achso, nee, es geht noch weiter? Wait. Nee, okay.
Vertreiber des Nebels, Abreibung für ein paar böse Magier. Du kannst zwei Figuren für diese Herausforderung wählen. Ah. Dann nehme ich Yelan und Kasua. Von den anderen war ich jetzt nicht sehr überzeugt. No! Mist. Mist. Er ist 590 Punkte, aber gut, man braucht ja auch nur 600. Mist, die haben die Dinger extra so hoch gemacht, dass man Kasuas Ding benutzen muss. Aufgeladene Elementarfähigkeit. Okay. Time to go. Into the wind. Time to go. And 1000. Oh! 295. 1305. Na, 1320. Ich glaube, mein Highscore war tatsächlich der allererste Tag. Steht das irgendwo? Ah, hier steht's. 1400, tatsächlich. Ja, wow, ich hab's nie wieder geschafft, 1400 zu knacken. Aber gut, ja, dann beenden wir das Ganze. Wir haben damit alles abgeschlossen. Ging verhältnismäßig schnell, das ist auf jeden Fall das, was man loben kann hier. Keine Aktion, die einem jetzt irgendwie ewig festhält. Kein Abschlussauftrag, wird 1000% noch ein Abschlussauftrag kommen. Das fand ich ganz cool, wobei ich mir relativ, also da bin ich mir nicht sicher, ob das nur daran lag, dass ich so spät dran war. Aber ich fand das ganz cool, dass man bei der letzten Aktion relativ schnell diesen Endauftrag hatte, wo man dann quasi direkt das Ganze abgeschlossen hat. Und ich finde generell, dieser Endauftrag, der sollte immer einfach kommen. Sobald du alles abgeschlossen hast, boom, ja, danke für deine Hilfe, bla 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 und so, sollte es einfach kommen. Also ich verstehe nicht, warum man da bis zu Tag X warten muss, weil dann kann man einfach alles fertig machen. Dann weiß man, ja, ich habe alles vom Event gemacht, bin hier fertig und das ist es. Ja, also bin ich einfach persönlich der Meinung, das wäre ganz cool. Egal, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Viel Spaß mit dem Event und ciao, ciao.